Alles schläft, nur der Dirk nicht. Und das um 2:30 in der Nacht. Warum? Warum ich nicht schlafe? Ha! Das würdet ihr gern wissen. Aber ich lass mal den Computer sprechen. Willkommen beim Retro-PC mit Windows 95 und endgültig dem Sound. Woran es lag? An einem Treiber. Wie groß dieser Treiber war, das kann ich euch, glaube ich, sogar noch zeigen. Ich muss mal eben gucken, ob ich die Datei so sehe. Ich habe sie in den Dirk-Ordner verwahrt. Diese zwei Daten, die zwei Dateien in einer Größe von 799 Kilobyte. Ja, genau die beiden Dateien sorgten dafür, dass das System nun endlich ans Laufen kommt. Das heißt, deswegen auch mein Titelbild. Hier sind drei große Dateien drauf. Die haben 80 Megabyte verwendet, auf 700 Megabyte gebrannt. Und ich dachte, da wäre doch bestimmt eine dabei, die funktioniert. Pustekuchen. Sprich, ich immer noch in der Nacht weitergesucht, weil es mir keine Ruhe ließ. Datei gefunden. Ihr seht, diese da, die sind aber schon entpackt, denn hier ist sie. Das ist die Datei Soundblaster PC 128 für Windows 95, noch auf Diskette geschrieben. Das heißt, mit meinem modernen Rechner und einem herkömmlichen USB-Diskettenlaufwerk habe ich das Ganze noch bewerkstelligt bekommen, ohne eine komplette CD zu verbrennen, weil für noch nicht mal ein Megabyte wäre das Schwachsinn gewesen. Und ich habe, wie ihr seht, auch noch eine Diskette gehabt und konnte das Ganze, das ist es nicht, deswegen will ich jetzt mal eben reintun, und konnte die Datei der Dateien wirklich auf Diskette verbannen. Wobei ich mich nachher erst wunderte, denn das, was ich gesehen habe, war dieses. Und ich dachte, oh mein Gott, was ist das? Das ist eine Datei. Ich werde sie jetzt einfach nochmal öffnen. Die sich extrahieren möchte. Sie ist gepackt. Das heißt, ich habe das Ganze direkt auf meine Festplatte gebaut. Nicht gebaut, sondern entpackt. Schließen. Und somit auch diesen Ordner erstellen lassen, deswegen steht da Dirk, wo diese zwei Dateien in der Gesamtgröße von 799 Kilobyte entpackt wurden. Ich habe die Datei dann installiert, wie hier man sehen kann. Er sucht sich die Treiberdatenbanken. Ich kann das vielleicht noch abbrechen jetzt gerade. Na egal. Er updatet quasi das Windows-System, was er jetzt an sich nicht mehr machen muss. Aber das war der Werdegang. Ihr seht, er rast da durch. Man meint, oh mein Gott, das kann doch nie was geben. Es ist Englisch, was soll denn dabei rauskommen? Und zwar kommt dabei Ton raus. Genau. Ja, du darfst ihn gerne nochmal neu starten. Und ihr hört, genau das war mein Jubelschrei in der Nacht, der mich dann auch veranlasst hat, dieses kurze Video zu machen, um euch zu zeigen, das Ganze hat doch geschafft. Oh mein Gott. Achso, genau. Schrecken wie vorhin, weil die Diskette noch drin ist. Ich sag ja, bei Windows 95, egal was man macht, man bekommt ein Schrecken. Aber egal. Ne? So. Genau. Und nun endgültig hat man das, was man möchte. Hatte ich das, was ich möchte. Ich hatte meinen Ton. Der Lautsprecher klimpert. Der Verstärker funktioniert. Das ganze System arbeitet Hand in Hand und sorgt nun endlich dafür, dass ich doch tatsächlich Doom. Ich hab's noch nicht angespielt. Mit Ton, mit Ach und Krach, mit Höllenmaschinen spielen können sollte. Aber
Das muss ich mir noch angucken. Denn ich habe die Soundkarte hier noch nicht eingestellt. Das heißt, auf Doom hinaus und auch hier da anfangen, wo man anfangen kann. Das heißt, in den Optionen von Doom. Das heißt, wo war's? Setup, glaube ich, genau. Man kann hier die Sachen wählen. Ich gehe mal erst runter. Choose Music Sound, Sound FX und so weiter. Dann kann man hier. Moment. Sound Canvas, Wave Blaster. Ne, da unten. Sound Blaster. Ich nehme den normalen. Ich nehme mal die Einstellungen, wie sie sind. Das Ganze gilt dann natürlich für den Sound. Sound Blaster. Er sollte es speichern und ich denke mal, dass ich hoffentlich die richtigen Einstellungen habe. Nein, noch nicht. Das heißt, da werde ich noch ein bisschen fummeln müssen. Oder ist die Lautstärke hier etwa auf Zero? Nein. Aber ich kann mich darum kümmern, das Ganze hier ans Laufen zu bekommen. Natürlich wird das Problem sein, es ist ja keine reine Soundblaster. Es ist wieder, naja, wie soll man sagen, das gewisse Etwas. Ich weiß nicht, ob sie als Soundblaster AV32 erkannt wird. Ich kenne noch nichts von meiner Soundkarte, wo sie überhaupt sein soll. Ich probiere hier das Pro Audio Spektrum und kann mich auch so wieder nur durch die Einstellungen kämpfen, die im Moment hier noch komplett falsch sind. Nun gut, das heißt, das ist eine Feineinstellung, das muss ich mir natürlich noch alles angucken, aber für das Erste funktioniert's. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir hier in Ruhe weiter, aber nicht mehr heute. Für heute ist Schluss und ich bin zufrieden, dass ich das geschafft habe. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal, da war noch was, da war noch so ein Diamant. Aber naja, vielleicht wissen die einen oder anderen, was damit gemeint ist. Auf jeden Fall, da fehlt ja immer noch etwas. Und das werdet ihr natürlich stückweise in den nächsten Videos sehen. Also danke fürs Zugucken und einfach bis zum nächsten Mal. Bis dahin bin und bleibe ich immer noch euer Dirk. Also, tschüss zusammen und Congratulations, Congratulations. Also, tschüss.